Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen! In Afrika türmt sich der Elektroschrott unserer digitalen Gesellschaft und vergiftet Luft und Boden. Ausgebeutete Content-ModeratorInnen werden in Kenia traumatisiert, weil sie verstörende Sachen ansehen und rausfiltern müssen, damit wir Facebook nutzbar haben. Für unsere E-Autos und Smartphones schuften im Kongo über 40.000 Kinder in Kobaltminen, während im kolumbianischen Amazonas Quecksilberflüsse verseucht, weil dort Gold für auch unsere elektronischen Geräte ausgewaschen wird. Das alles zeigt, die Folgen internationaler Digitalpolitik sind unfassbar ungerecht. Den Nutzen hat vor allem der globale Norden, den Löwenanteil der Last trägt der globale Süden. Wertebasierte Digitalpolitik muss daran etwas ändern, meine Damen und Herren. Die Linke fordert deshalb, statt Ausbeutung und Umweltzerstörung braucht es eine gemeinwohlorientierte Digitalpolitik mit einer globalen Perspektive, die Nutzen und Kosten der Digitalisierung gerechter in der ganzen Welt verteilt. Das EU-Lieferkettengesetz sollte genau dazu beitragen, aber scheiterte an der skandalösen Blockade aus Deutschland. Beinahe. Zum Glück nicht. Schon das zeigt den mangelnden Praxisbezug der Strategie zur internationalen Digitalpolitik der Ampel. Aber außerdem fehlt ihr, wie allen anderen Strategien der Ampel, konkrete Ziele, Zuständigkeiten und verfügbare Ressourcen. Aber ohne konkrete Ziele, ohne Meilensteine kann man Fortschritte ja nicht einmal messen. Und wo es an Zuständigkeiten fehlt, da fehlt es auch an Verantwortung. Und wo es an Ressourcen fehlt, da kann man eben auch nichts umsetzen. Diese formalen Mängel, die kritisiert auch der vorliegende Antrag der Union. Aber inhaltlich ist dort wertebasierte Digitalpolitik eben auch nur ein Synonym für nationale Interessen. Den globalen Süden erwähnt der Antrag der Union nur als Absatzmarkt für digitale Infrastruktur aus Deutschland. Die Linke wird den Antrag der Union daher ablehnen, denn Defizite der Strategie zur internationalen Digitalpolitik der Ampel beseitigt er nicht. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner ist der Kollege Maximilian Mortos, FDP-Fraktion.